Gut, nicht? Haben Sie das gesehen, wie ich meine Lippen bewegt habe? Allerdings. Sie sind ein hundsmiserabler Bauchredner. Nein, nein, das ist der neue Trend. Das ehrliche Bauchreden. Die Lippen werden ständig bewegt. Ich bin der Fridolin, der kleine Kobold. Mal unter uns, witzig Mann. Sie waren stinkwütend auf die Leute vom Fernsehen. Nein. Ich schaffe es auch ohne Fernsehen. Im Radio bin ich schon öfters aufgetreten. Im Radio? Als Bauchredner? Das ist doch lächerlich. Nein, nein, gerade heute Morgen hatte ich wieder einen Auftritt in einer Diskussionssendung über Europa. Ich bin der Fridolin, der klitzekleine Witzigmann-Kobold. Seit die beim Radio überall sparen müssen, werden in den Diskussionssendungen fast nur noch Bauchredner eingesetzt. Die liefern viele Worte und Stimmen für wenig Spesen. Es war kaum zum Aushalten, doch es sollte noch schlimmer kommen. Die verdächtige Nummer 2 war nämlich Zauberin. Und was für eine. Soll ich Ihnen meinen neuen Trick vorführen? Ich lasse Ihre Kreditkarte verschwinden. Danke, danke, den Trick kenne ich. Es gibt Frauen, die schaffen das auch ohne Zaubertricks. Meine Spezialität ist eine erotische Zaubershow. Ich zaubere Ihnen jeden Playboy-Hasen aus dem Hut. Schon gut, ich brauche keine Hasen. Rammeln kann ich auch alleine. Mögen Sie Feinherr? Diesen arroganten Wicht? Der wollte mit mir bumsen für einen Auftritt in seiner Show. Ich hätte dem Kerl am liebsten die Eier weggezaubert. Üben, gute Frau, fleißig üben. Irgendwann klappt es ja vielleicht. Oder möchten Sie Feinherr ganz profan ins Jenseits befördern? Für diesen Kerl würde ich nicht mal den Finger am Abzug krumm machen. Nee, nee. Ich habe schon einen Vertrag. Mit einer privaten Station. Ich zaubere meine Kleider weg. Sowas kommt an. Diese Welt ist am Arsch. Keine Moral, keine Intelligenz, nichts mehr vorhanden. Nur noch geile Arschlöcher, die Kohle machen. Mich kotzt das alles an. Aber ich mache mit. Ist immer noch besser, als irgendwo in einer Villa als Spielzeug eines reichen Idioten zu enden. Ich hatte solche Angebote. Das können Sie mir glauben. Ich glaubte es ihr, denn unter den Kleidern, die sie danach in einer Einzelvorstellung für mich wegzauberte, offenbarte sich ein Körper, der manchem Dichter den Verstand und allen anderen zumindest 2 Atemzüge geraubt hätte. Ich erholte mich draußen ein wenig und besuchte dann die Nummer 3. Der Mann sah aus wie Jimmy Connors, der Ältere, nach einer weiteren 5-Satz-Niederlage. Nein, ich singe nicht. Ich war immer ganz miserabel im Singen. Aber ich kann sehr gut Leute imitieren. Aha, dann imitieren Sie mich mal. Nein, zu schnell geht das nicht. Für meine beste Rolle habe ich 3 Jahre lang trainiert. Und was ist das für eine Rolle? Ich imitiere perfekt einen Polizisten. Einen Polizisten? Dass ich nicht lache.